Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft PvP Action auf dem GommeHD-Server.net beziehungsweise GommeHD.net-Server? Ja, keine Ahnung. Das letzte Mal haben wir Skywars und Bedwars gespielt und dieses Mal würde ich gerne noch in ein anderes schönes Spiel reinschauen, das mich sehr geprägt hat, das mich sehr lange verfolgt hat, das mich sehr lange begleitet hat, wie auch immer man das nennen möchte. Es geht um Ender Games. Da habe ich nämlich eine Zeit lang sogar eine Reihe gemacht, wo ich versucht habe, an den Top 10 zu kratzen und mich da selbst reinzusetzen. Das hat dann aber nicht ganz so gut funktioniert. Aber ich war relativ hoch, da könnt ihr auch mal schauen. Sturmtor der Endertop oder so hieß diese Serie. Ich weiß gar nicht mehr, wie hoch ich war. Ich glaube, ich war unter den ersten 100 oder so. Das meiste habe ich freigeschalten, glaube ich. Es gibt so viele neue Sachen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich... Ich glaube, ich mache random. Und dann bekomme ich irgendein Kit und freue mich hoffentlich darüber. Und, naja, was soll ich sagen? Ich bin echt gespannt, wie gut ich hier abschneiden werde. Wahrscheinlich werde ich nicht einen Kill holen. Aber dann gibt es ja immer noch Survival Games. Und welches Kit habe ich? Ich bin Känguru. Oh, Känguru ist natürlich cool. Da kann man fliegen. Und was ist denn das für eine neue... Okay. Die kenne ich noch nie. Die kenne ich... Also, gut. Man muss auch sagen, ich habe schon ewig kein Survival Games bzw. Ender Games mehr gespielt. Aber ich nehme einfach das hier hinten. Ein Bogen, ein bisschen Gold ist jetzt nicht so. Oh ja, ein bisschen Eisen. Ja gut, das ist vielleicht für den Anfang ganz gut. Ein bisschen Steak, ein bisschen dies, ein bisschen das. Ich gehe einfach mal runter. Mal schauen, was gibt es denn hier noch? So. Ich brauche Holz, ganz viel Holz, um mir dann ein schönes Schwert zu craften. Würde ich mal so meinen. Und ja, einen Bogen habe ich. Ah, guck mal, eine Kiste. In den Kisten gibt es, glaube ich, kein Holz, oder? Ist das geändert worden? Ah, da hinten ist aber Holz. Da ist noch eine Kiste. Bitte, bitte, es sei noch nicht gelootet. Ja, toll. Und ich habe sogar Pfeile. Ich habe sogar richtig viele Pfeile. Das ist richtig cool. Okay, die wurde schon gelootet. Dann sortiere ich doch jetzt einfach mal um. Oh Gott, es geht gleich los. Die Schutzzeit ist gleich vorbei. Und ich habe noch eigentlich gar nichts. Ich habe einen Bogen. Ich kann doch Doppelsprung machen, oder? Das sollte mir doch einen richtig großen Vorteil verschaffen. Nehme ich aber erstmal ein bisschen Holz mit. Dann hole ich mir ein Schwert und dann kann ich ja schon drauf loskloppen. Wie funktioniert das? Oh, schön. Hier dann schnell ein Crafting Table. Ich weiß gar nicht, wann man hier geportet werden kann. Man kann ja mitten im Craften geportet werden oder ist direkt tot. Okay, schön. Schön, schön, schön. Dann würde ich doch einfach sagen, vergessen wir diese Runde. Wir schneiden das so, als wäre die nie passiert, oder? Känguru. Ich glaube, ich bleib Känguru, oder? Bleib Känguru. Ich muss mich etwas mehr... Das sieht ja schon wieder ganz anders aus hier. Aber hier ist wenigstens ein bisschen Holz. Teams erlaubt. Ach so. Teams erlaubt, das ist doch schon mal zumindest... Früher war das immer so, darf man hier teamen oder nicht? Oder, oh, komm schon, ich habe nichts bekommen. Ui, dann hole ich mir jetzt direkt Holz und crafte mir ein schönes Holzschwert, denke ich mal. Feuer legen kann ich, das ist doch schon mal etwas sehr sinnvoll und sehr wichtig in diesem Spiel. Ja, ja. So, dann machen wir das jetzt erstmal in der Schutzzeit schön entspannt. Ein schönes Holzschwert, auch wenn das eigentlich gar nicht sinnvoll ist. Aber besser irgendwas als gar nichts. So, dann gehen wir doch einfach mal... Hast du diese Kiste? Ja. Oh Gott, der hat schon ein Diamantschwert. Alles klar, dann bin ich dann weg. Weil darauf habe ich gar keine Lust. Aber hier sind Kisten. Wow, Pilze. Und wow, ein bisschen Gold, ein bisschen... Ja... Das ist ja alles nicht so prickelnd. Das ist auch nicht so prickelnd. War diese Kiste da schon? Ja, ich glaube, die war schon da.
Nee. Du kannst mich mal. Ich bin mal weg hier. Ach, das ist die Border, oder? Ich glaube, das ist die Border. Hier grabt sich einer rum. Da vorne rennt einer. Dann bleibe ich doch mal schön hier oben. Hier fühle ich mich sicher. Ich habe eine Kiste gehört, aber ich sehe sie nicht. Da vorne ist einer, den könnte ich versuchen. Da kämpfen zwei, oder? Ja, wow. Versuch du mich mal. Ich kann höher springen als du. Wow, warum werde ich mit dem genau gewechselt? Wieso werde ich mit dem direkt gewechselt und wieso habe ich den kaputt gemacht? Wow, wow, wow. Pfeffer Falling brauche ich. Da ist einer in die Schlucht reingesprungen, oder? Diamantschuhe, schön und gut, aber brauche ich jetzt auch nicht. Ah, ich bin so aufgeregt. Oder wurde der mit mir gewechselt, weil er es gewollt hat? Ich weiß es nicht. Schneebälle brauche ich auch nicht. So, jetzt erstmal. Wow. Hier bin ich doch direkt weg. Du kannst mir gar nichts. Schön hier verstecken. Warum? Mit dem da? Und warum kann ich die Karotte nicht aufessen? Ach, guck mal, der da oben. Der will sich da verstecken. Oh, ich bin tot. Der hat sich da versteckt und dann... Naja, gut. Dann gehen wir doch einfach mal zum nächsten Spiel über. Ich habe ja gemerkt, wie gut ich noch bin in diesem Spiel. Naja, dann gehen wir doch einfach mal zu Survival Games. Oh, Survival Games. Ich habe ja gar keine Ahnung, welche Map. Ich gehe jetzt einfach mal Enchanted Forest. Keine Ahnung. Vielleicht klappt es ja, dass ich hier ein bisschen spielen kann. Und ja, ich bekomme jetzt gerade wieder mega Lust, ein paar Runden mehr zu spielen. Aber ich weiß ganz genau, warum ich aufgehört habe zu spielen. Das große Problem war, dass es irgendwann so krasse Spieler gab, die so viel schnellere Reflexe hatten und es irgendwann nur noch deprimierend war. Dann habe ich einfach aufgehört. Außerdem, irgendwann hat Minecraft keinen Spaß mehr gemacht. Es macht gerade wieder so viel Spaß. Es weckt so viele tolle Erinnerungen und Siegen ist so unwichtig gerade, dass es einfach so viel Spaß macht. Und das ist doch eigentlich der Sinn am Spielen. Nicht das Siegen. Das Spaß haben. Genau. So, jetzt bin ich doch mal gespannt. Enchanted Forest. Ich glaube, die Map kenne ich sogar. Also, sie kommt, ja gut, sie sieht aus wie jede andere Map. Sollen wir in die Mitte oder einfach weg? Ich glaube, ich gehe einfach weg. Ich habe nämlich Schiss. Und weg. Schnell. Ich habe keine Ahnung, wo hier Kisten sein könnten. Und da ist einer ganz links neben mir gewesen. Deswegen renne ich jetzt einfach mal nach rechts weg. Kisten. Die könnten natürlich unter jedem Blatt sein. Unter jeder Biegung. Ja doch, die Map kenne ich. Aber das ändert nichts daran, dass ich nicht weiß, wo Kisten sind. Nur, dass ich hier eine gesehen habe. Wow. Ich bräuchte ein Schwert oder eine Waffe oder irgendwas anderes. Weil sonst bin ich ziemlich verratzt, oder? Bei Survival Games hat der gewonnen, der Glück hat und der weiß, wo die Kisten sind. Würde ich mal so vermuten. Und ich habe beides nicht. Okay, hier ist nichts. Wo könnte hier eine Kiste sein? Wo wäre ich, wenn ich eine Kiste wäre? Warte mal, ich versetze mich mal hinein und... Oh... Brauche ich mich ja gar nicht mehr in eine Kiste hinein zu versetzen. Jetzt habe ich zwei Stück gefunden. Rede darüber, dass ich mich in eine Kiste hinein versetzen will und dann finde ich einfach zwei Stück auf einmal. Schön. Bleib aber hier erstmal in den Bergen am Rand der Map. Dort ist meist nichts los oder meist nicht so viel los, wohl eher. Ist hier denn irgendwo noch eine Kiste?
scheinbar nicht. Gibt es hier eigentlich auch einen Tracker oder so? Wäre interessant zu wissen. Oh, ganzen Müll weg. Den braucht ja niemand. Wahrscheinlich finde ich jetzt noch ein Ding, dann hätte ich mir ein Brot craften können, aber nein. Ich denke, das ist Müll. Da unten kämpfen zwei. Da könnte man doch abstauben. Hallo? Ah, der hat ja noch ein paar Herzen Leben. Oh, naja, dann würde ich doch einfach sagen, noch eine zweite Runde, damit die Folge nicht allzu kurz wird und damit ihr noch ein bisschen Spaß habt. Solo, ja, Solo, Team brauche ich jetzt nicht wirklich. Survival Games, was ist das? Quick Survival Games, nein, brauche ich jetzt nicht. Dann gehen wir einfach auf diese Map. Hallo Leute, na, wie geht's euch? Alle fit zum Sterben? Gerade, weil ich so krass bin. Oh Gott, ich backe irgendwo fest. Backe, backe Kuchen, der Bäcker hat gerufen. So, und dann hier hoch und dann da und dann dies und jenes. Ja, da. Da ist sehr interessant, was man hier so entdecken kann. Kann man hier nicht theoretisch durchtauchen? Das wäre ganz lustig, oder? Es geht los. Wie viele Leute sind wir denn? Joining World. Ja. Denke, da ist ein Fehler aufgetreten. Die Runde geht schon los und ich, die Map kenne ich auch noch, ja, aber es ist doch noch Schutzzeit, oder? Ja, bitte bleib einfach weg. Schutzzeit ist vorbei, würde ich einfach mal kämpfen und keinen einzigen Treffer landen. Hilfe! Kann ich nicht einfach da ins Unendliche springen? Nein. Ich habe den nicht einmal getroffen oder vielleicht ein einziges Mal. Aber gut, das war ja auch ein bisschen schwierig, weil Joining World ist ein sehr schöner Schriftzug, den ich mir auch sehr gerne sehr lange anschaue und deswegen sterbe. Das zählt nicht als Runde. Wollte ich nur einmal betont haben. Soll ich einfach mal eine Teamrunde machen? Komm, was soll der Geiz? Da hatte ich auch mal, glaube ich, alle freigeschalten. Das war auch so eine Sache. Ich hatte die Achievements und auch den Rang teilweise sehr hoch und sehr gut und dann gab es ein Update und dann... Und dann wurde alles zurückgesetzt oder so und dann war ich wieder ganz unten und dann hatte ich auch keine Lust mehr. Wer ist denn eigentlich mein Teammate? Was für ein Team haben wir denn überhaupt? Wo bin ich denn? Ach, ich bin in Team Blau. Team Blau? Da hinten. Ah, Team Blau ist nur noch zu zweit. Schön. Wetten, der geht jetzt auch gleich raus. Ich renne einfach mal zu ihm. Schön, ja, nicht Team Blau. Warum kämpfst du eigentlich schon gegen ihn? Es ist doch Schutzzeit, oder? Ich kämpfe gerne mit dir, also per Hand, aber weiß nicht, ob das so viel Sinn ergibt. Ach, die Schutzzeit ist vorbei. Komm her, du kleiner Fritz. Deinen Helm hätte ich gerne. Guck mal, jetzt kann er noch nicht mal Feuer legen, dieser kleine Feuerteufel. Oh Gott. Ja, renn du. Und vielleicht ist da ja auch ein Schwert drin. Das wäre nicht gut. Komm, stirb doch. Hä? Ich bin doch bei dir im Team, Junge. Ach so. Das versteht er nicht. Er schlägt mich, obwohl ich bei ihm im Team bin. Ach, ich bin ein Hacker. Ja, ich hab's verstanden. Mach dein Schwert halt noch mehr kaputt. Ich glaube, das hat er nicht ganz verstanden, der Typ, oder? Wow, komm doch und helf mir. Junge, du hast ein Schwert. Okay. Dann eben. So.
Oder auch nicht. Was habe ich für komische Teammates? Das war doch eine schöne, lustige Runde. Muss ich schon sagen. Dann würde ich aber jetzt sagen, haut rein, habt einen schönen Abend. Die Folge war jetzt ein bisschen kürzer, aber das macht ja nichts. Bis zum nächsten Mal. Cheerio.